Wie cool. Ich höre schon das Artefakt in der Nähe. Mein Herz schlägt manchmal. Sei froh, dass es manchmal schlägt. Ja, ich höre es sogar manchmal. Wäre es nicht gesünder, wenn es häufiger schlagen würde? Nope. Nicht für Untote. Wir sind untot, oder? Nein. Oh oh. Okay, aber da konnten wir auch rauf. Da könnte man auch da rauf und so drüber. An der Lichtwand vorbei. Es gibt immer alternative Wege. So, und da wären wir auch unten reingekommen. Hier haben wir eine Ratte, lecker, lecker Ratte. Und Kupferdraht, das klang mir wieder von der ÖBB. Und Aprikosentörtchen, yeah! Was sind nochmal Aprikosen? Ich glaube, das ist das deutsche Wort für Marillen oder so. Also kleine Orangen. Nein, Marillen sind Marillen. Es sind Mandarinen, mal. meinst du? Und Mandarinen sind, glaube ich, auch im Deutschen Mandarinen. Wo gehst du jetzt eigentlich hin? Ich bin gerade falsch abgebogen und ich gehe nicht, ich hüpfe. Ich bin ein Häschen. Eigentlich bin ich eine Eule. Warum hüpfe ich? Hüpfen Eulen? Ich trau mich nicht. Das ist so ein kleiner Sprung, ich trau mich nicht. Das sind genau die, wo man immer versagt. Und So. wie kommen normale Menschen hierher? Normale Menschen sollen ja auch herkommen. Und das bringt nichts. Warum bringt das nichts? Gib mir was dafür, dass ich hier oben bin. Kann ich darauf? Nein, das geht sich nicht aus. Okay, ich glaube, wir müssen weiter. Hemlock from Baleton Poison. Poison. Die machen hier Werbung für Gift. Bei einer Fabrik direkt am Wasser. Vielleicht heißt der Alkohol auch so. Und sie beschweren sich über eine Seuche. Die Regierung ist an allem schuld. Stürzt die Regierung. Mach den Alkoholtest. Vandalismus. Was? Achso, ja, das Dings, was hier irgendwo in der Nähe sein sollte. Sollte. Hier. Da betet wer? Und da. What the fuck? Achso, warte mal. Nein. Oh mein Gott. Die kontrolliert Ratten? Jetzt ist es interessant. Kommst du hin? Ah, von der anderen Seite blockiert, dann muss ich. Da kann man aber rauf. So, hier komme ich rauf. Zum Glück habe ich jetzt nochmal gedrückt. Ist hier oben noch wer? Da liegen so viele Leute. Ich vertraue diesem Gebäude nicht. Ich mache hier einmal den Speicher-Dingy, Heinzi. Dinge hören Sie. Ja, den Speicher Heinzi. Okay. Achso, hier war eh Autosave, na toll. Okay. Loot. Warte, erst helfen. Okay. Wo? Halten Sie doch mal die Ratten von mir fern, damit ich raus kann. Beam dich erstmal so, damit du besser siehst, oder? Ich weiß genau, wo die sind. Bitte kümmern Sie sich um die Ratten. Ja, was fordert diese Frucht? So. Ich mach das schon. Anfall. Nee, das geht schon. Das sind ja nicht unendlich viele. Nein, ich kann leider nicht Erzeuger griff lassen. Ich attackiere und attackiere. Wie viele Ratten sind denn das?
Muss ich noch welche von euch Kickbox machen? Feiglinge. Oh, Heilkräuter, lecker. So. Die haben hier echt gewohnt. Ein Überlebender, keine Überlebende. Nein, das ist ein Überlebender. Wir halten hier nichts vom Gendern und der hat nichts. Außer fliegen. Reden wir mal. Reden! Danke für die Hilfe. Ich dachte, ich wäre sicher, aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben, aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist er tot, so wie alle anderen von hier. Interessant, ich kann sie töten. Also, ein Mann mit Amulett aus Knochen, das heißt offensichtlich ein Knochenartefakt. Lecker. Was hat er für eine komische Hand? Musst du so nah hinzu? Ja, Fanservice. Ich wollte eigentlich jetzt Soundservice machen. Ah, schaut gut aus. Der muss noch nicht zum Zahnarzt. Haben wir von dem Mann mit dem Amulett nicht schon öfter gelesen? Ich habe keine Ahnung, aber jetzt haben wir von ihm gehört. Das heißt, es gibt offensichtlich einen Mann, der kann die... Wobei, nein, der ist ja jetzt mitgestorben, hat sie gesagt. Ja. Das war offensichtlich der hier. Ja. Und der hat einen Tag. Nehmen wir erstmal das Knochenartefakt. 2 von 3. Achso, in der Mission. Tag, Monat des Windes. Endlich habe ich einen neuen Ort gefunden, an dem ich mich verstecken und lange überleben kann, wenn ich mich ruhig verhalte. Die Stadtwache hat das Gebäude für verlassen erklärt. Die sollte diesen Keller... was? Das sollte, also sollte dieser Keller ein sicherer Platz sein. Das muss ich einfach glauben. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Seit seiner Ankunft. Der letzte Eintrag ist noch wichtig. Seit seiner Ankunft habe ich schlechte Träume und fühle mich nicht so recht. Es gibt immer mehr Ratten in dem Gebäude. Bald werde ich diesen Schuppen nicht mehr verlassen können. Selbst wenn ich es wollte. Ich fange an zu glauben, dass sein Amulett verflucht ist. Da, am zweiten Tag. Am zweiten Tag noch immer hat diesen Ort gefunden und will ebenfalls hier hausen. Er trägt ein seltsames Knochenamulett und behauptet, dass es ihn vor der Seuche beschützt. Wir werden es sehen. Vielleicht können wir einander helfen, aber ich verliere den Glauben an die Überlebenschancen. Das heißt, der hier hat das Amulett gar nicht gehabt, sondern ein anderer. Aber wir haben schon einmal was gelesen von einer Stadtwache, die jemanden gesehen hat, der etwas Komisches gepfiffen hat und ein Amulett bei sich. Und nein, die Stadtwache hatte das Amulett und sein Amulett hat angefangen zu vibrieren. Weil dieser Mann was Komisches gepfiffen hat, da ging es um diese Melodie des Outliners. Ah, so. Ja, genau, die Melodie. Das auch. Machen wir hier mal auf. Okay, hier ist offen. Jetzt können wir looten da oben. Aber die Frage ist, macht der Outlander das selber? Oder machen das nur die Leute? Oder machen das Leute? Und der ist aber irgendwie trotzdem damit er ist irgendwie darin involviert halt. Früher hatten sie ja gleich wirklich die Amulette zum Beschützen oder so. Ja, aus Wahlknochen. Ja. Viele Münzen. Also muss ein Grund geben, warum die irgendwie verteufelt wurden. Ja. Aber das wissen wir irgendwie noch nicht. Noch so überhaupt nicht, oder? Ich glaube nicht. Oder es liegt daran, dass wir die Bücher immer nur so überspringen. Ich hätte das mal so gehalten wie bei Skyrim, die Bücher. Das ist ja auch nur... Nebeninfo. Nebeninfo, viel Blabla. Kristall, Kristall. Ruf zu den Sphären. Natürlich haben wir jetzt alles gelesen, weil wir wollen ja die Story genau wissen. Oh, Walölsteuer. Kann ich nicht lesen. Tax Name. Okay, das sind verschiedene Steuern. Good for the city, good for us all. Ja, das glaubt. Wer glaubt denn den Scheiß? Politiker.
Oh Gott, warte mal, das war Band 3. Hier haben wir Band 1. Band 1, alles gelesen. Band 2, alles gelesen. Band 3, wer es lesen will, wer es in der Reihenfolge lesen will, kann ja zurückspulen. Hoch. Auf die Rohre rauf. Der ist tot. Ein Maler-Elixier, Münze, Münze, Beutel und Leiche. Ist ja cool, wenn die Leichen einen Namen hätten. Ja. Ich glaube, hier ist nicht mehr. Ich glaube auch nicht. Da. Ich habe mir gerade keine Sorgen gemacht, dass ich runterfalle und in meinen Tod stürze. Überhaupt nicht. Okay, damit haben wir dieses Gebiet, glaube ich, fertig. Das war ein ziemlich kleines. Ich frage mich, ob sie böse reagiert hätte, hättest du ihre Freunde zum Ablenken genommen. Nein, ich glaube, das wäre sogar so gewollt. Sie hat gesagt, man soll die Ratten ablenken. Ja, wirklich mit ihren Freunden? Freunde, unter Anführungszeichen. Das waren irgendwelche, die da halt sich alle versteckt haben zusammen. Gehen wir weiter zum nördlichen Ende. Bitte lass es ein Ende sein. Ich glaube noch nicht. Ein Blitzpfeiler erzeugt gefährliche Energieüberladungen, wenn man sich ihm nähert. Aber nur, wenn man ihm feindlich gesinnt ist. Der hat nämlich eine Persönlichkeit und kann sagen, wen er mag und wen nicht. Wie machen die das? Außer die haben irgend so ein Gerät auch bei sich, das denen sagt, na, nicht schießen oder Ja, und so. dann stellst du bei so einem Kasten um, wer dieses Gerät hat, ist nicht gut, sondern böse, oder? Anscheinend. Aber wahrscheinlich werden Neutrale dann immer noch ausgeschaltet von denen. Der kaiserliche Arzt. Wir haben das jetzt extra nicht gelesen, weil wir schon irgendwie die ganze Mission über ihn gelesen haben. Ja. Und das Neues kann es nicht sein. Okay, Wahrscheinlich ist es. Ratten, natürlich hier, wo der Arzt wohnt, sind viele Ratten. Ah nein, Sokolovs Haus ist noch immer nicht hier. Was? Hier haben wir eine Rune und ein Knochenartefakt. Die Ratten laufen weg und ich gehe hier rein. Sieht leichenös aus. Ja, und Ratinös. Scheiß Ratten! Ich sollte nicht so viel Lärm verursachen. Mach wieder zu. Lebt ihr? Nein, die hatten kein. Die hatten. Das waren alles Leichen. Aber wenn ich das aufmache, kommen wahrscheinlich gleich viele Ratten. Nein. Ich höre die fliegen. Eine Leiche. Zwei Leichen. Eine verfaulte Birne. Nein, die essen wir nicht. Süßig, wie die Fische unten schwimmen. Ich will nicht die Birne essen. Ah, Münze. Ja, das sind Bodenfische, die sorgen dafür, dass das Haus nicht untergeht. Das war's? Hast du jemanden? Oh, da vielleicht durch. Ja, das ist eine gute Idee. Nope. Das war dieses Haus. Send us food, not bullets. Die schreiben überall den gleichen Text. Lasst euch neue Sprüche einfallen. Vielleicht war es damals so. Ja, kann sein. Okay, da oben wäre aber ein Gang. Das hat wieder mal gut funktioniert. Ich will noch rein. Da war ich doch gerade. Das war doch gerade das Haus. Ja, die andere Seite, da das Fenster. Irgendwie schaut dieses Gebiet so aus, als ob da Zombies und so sind gleich. Ernsthaft, warum ist hier irgendwo in der Nähe ein Arzt? Frage ich mich auch. War das früher die Nobelstraße? Weil da war ja auch dieser reiche Typ.
Da war auch überhaupt das Ganze mit der Brücke und so. Oh Gott, das ist wieder so riesig. Wer redet hier? Nicht ihr, jedenfalls, die sind ein bisschen tot. Da kann man rauf und da ist so eine Rune und da ist Da niemand. oben, wo er da oben gibt's auch weiter. Ja, aber da lebt niemand. Aber ich kann auch hier rauf. Und runter. Ich gehe erstmal runter. Nein! Da war die Birne. Ich muss dann dort nochmal hinschauen. Damit wir das schnellste Let's Play aller Zeiten haben, muss ich dort nochmal hinschauen. Du hast schon da nicht gehen können. Ja, ich schaue dann trotzdem nochmal hin. Okay, da komme ich nur rein von außen. Vielleicht kommst du von da runter. Das kann sein. Und hier bin ich jetzt ganz oben. Es sind eigentlich schon große Wohnungen. Das kann schon Nobelgebiet gewesen sein nach den Absperrungen. Okay, hier kann ich auf Rohre. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Ich hasse es, wenn es. Also ich mag es, wenn es so viele Wege sind, dann ist es nicht so linear. Aber ich verzweifle daran. Ich verzweifle daran sehr.